So, jetzt haben wir einen Aussichtspunkt. Ist doch wunderbar. Hier unten ist die Konservenfabrik aus dem Odenwald. Und hier so wie der Nebel über dem Land liegt. Da drüben ist die Pferderentsch. Ist doch eigentlich auch klar, stört sowas dann überhaupt? Stört die Technik die Natur? Und ich bin nun mal der Auffassung, ästhetisch betrachtet, stört diese Firma und diese Fabrik die Natur. Das ist doch eigentlich selbstverständlich, da brauchen wir doch nicht rum zu reden. Die Frage ist nur, will man mit dem einen und dem anderen leben und wie kann man das vereinbaren? Ja? Diese Industrialisierung sorgt dafür, dass die Annehmlichkeiten des Konsums in die Bürgerhäuser wandert. Und so ist das auch mit den Windkraftanlagen. Nichts anderes ist das. Die Frage ist nur, wie weit muss das gehen? Ja? Säubern wir das Tal von diesen ästhetischen Schandflecken oder sagen wir wunderbar, dass die da sind. Dafür haben wir einen schönen Sportplatz und ein Schwimmbad. Und eine warme Halle. Ja, wenn das allerdings dann auch alles nicht mehr da ist, siehst du, da oben stehen sie ja. Das ist ja wunderbar, das sieht man sie ja. Das sind die, die schon da sind. Das sind ja kaum zu sehen, ne? Erst wenn wir oben auf der Höhe sind, sieht man die auch. Und ist das der Diskussion überhaupt wert? Das muss man sich ja auch fragen, oder?